Heute wird es richtig lecker. Wir machen aus Melone und Kiwi richtig leckeres Eis. Bleibt dran. Ja, momentan ist es ja echt warm, um die 27 Grad bei mir. Und ich dachte mir, was passt da besser als richtig leckeres, fruchtiges Eis? Und wer mich kennt, weiß, dass die Melone meine Lieblingsfrucht ist. Und deswegen dachte ich mir, wir machen heute mal ein richtig leckeres Rezept aus Melone. Was ihr dafür braucht, sind eigentlich nur frische Kiwis. Ihr braucht außerdem noch eine Wassermelone, wer hätte es gedacht. Und im Optimalfall habt ihr hier auch noch so eine Eisform, so für Stieleis. Wer die nicht hat, kann sich natürlich auch irgendwie was anderes einfallen lassen. Nimmt ein schmales Glas und steckt dann da einen Holzspieß rein. Ansonsten, so eine Form gibt es eigentlich jetzt momentan bei den Temperaturen in jedem Nanunana-Depot zu kaufen. Solche Läden müsst ihr mal schauen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Was wir zuerst machen müssen, ist die Kiwi schälen und in mittelgroße Stücke schneiden. Ganz wichtig, bevor ihr hier anfangt, ihr braucht auf jeden Fall einen Mixer. Ist egal, ob das ein Stabmixer ist oder eine Küchenmaschine. Genau, einfach die Schale hier rundherum abschneiden. Passt auf, dass ihr nicht zu viel Kiwi mitnehmt. So groß sind die Früchte ja nicht. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt schnell und dann zeige ich euch Step Nummer 2. So, ich habe jetzt bei 4 Kiwis circa die Schale abgemacht. Ich denke, für diese 6 Formen müssten theoretisch 4 Kiwis reichen. Ihr seht ja am Ende des Videos, ob das tatsächlich der Fall jetzt war oder nicht. Halbiert die einfach nochmal und dann würde ich sagen, so eine Größe circa, damit das für den Pürierer dann nicht zu viel Arbeit ist und ihr müsst dann auch nicht ewig pürieren. So, die Größe passt. So, okay. Alles klein geschnitten. Und das könnt ihr theoretisch jetzt erstmal beiseite packen. Ich würde euch empfehlen, ihr stellt jetzt schon mal euren Stabmixer oder euren Mixer bereit. Entweder könntet ihr das jetzt da direkt schon reinfüllen oder ihr packt es halt, wie gesagt, einfach zur Seite in eine Schüssel. Wir schneiden jetzt noch die Melone hier und dann sind wir eigentlich auch schon fast soweit, weil viel mehr müssen wir gar nicht machen. Okay, und das Ganze, was wir mit der Kiwi gemacht haben, machen wir jetzt auch noch mit der Wassermelone. Dafür brauchen wir natürlich so ein bisschen mehr. Also wer das noch nicht so ganz verstanden hat, warum jetzt die Kiwi da im Spiel ist, es liegt einfach daran, wir wollen ja in diese Form hier später so ein Melonenstück nacheifern, sage ich mal. Und wenn man sich so eine Melone anguckt, ich zeige euch das gleich, wisst ihr sicherlich selber, aber die ist natürlich hier jetzt so grün außen und dann geht das halt in das Rot über und das wollen wir natürlich mit dieser Kiwi so ein bisschen nachahmen. Wenn ihr eine Melone kauft, dann nehmt einfach so eine kleinere hier. Meine hat jetzt 2,5 Kilo auf die Waage gebracht und das reicht auf jeden Fall für diese 6 Eis. Und dasselbe, was wir jetzt mit der Kiwi gemacht haben, machen wir jetzt quasi auch mit der Melone. Also schneidet hier einfach die Schale schön grob ab. Dann haben wir quasi nur noch Melone, das Melonenfleisch. Und das schneiden wir dann auch schon mal so in grobe Würfel. Und das Ganze wird dann einfach auch nochmal püriert. Und wie gesagt, dann sind wir auch gleich soweit. So, und ich würde sagen, das reicht erstmal. Also das war jetzt ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Melone. Und jetzt holen wir auf jeden Fall unseren Stabmixer. Und dann pürieren wir das Ganze. So, ich habe jetzt erstmal die ganze Melone in so eine kleine Schüssel hier gepackt. Ich habe jetzt leider keine größere gefunden. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass das hier nicht zu sehr spritzt. Wenn ihr eine größere Schüssel habt, nehmt auf jeden Fall eine höhere. Oder ihr habt natürlich einen Standmixer, dann habt ihr das Problem natürlich gar nicht. Und jetzt fangt ihr einfach an, hier so ein bisschen das Ganze zu pürieren. So, okay, ihr seht schon, bei mir sieht es ein bisschen nach einer Sauerei aus. Nehmt auf jeden Fall eine höhere Schüssel. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zur Befüllung der ganzen Eisformen hier. So, packt ihr am besten hier irgendwie daneben und ich werde das jetzt nochmal umfüllen in ein Gefäß, wo man das hier besser eingießen kann, weil diese Formen an sich sind ja echt schmal, ihr seht das. Und da komme ich mit so einer Schüssel mit so einem Rand nicht weit. So, wenn ihr euch an dem Rezept von mir direkt orientieren wollt, das sind jetzt ungefähr 500 Milliliter Melonensaft, Sorbet, irgendwie sowas. Und wir fangen jetzt an, das Ganze ungefähr bis zum Dreivierteln zu befüllen. Bei mir ist jetzt ungefähr noch so viel übrig. Wenn ihr keine weiteren Eis mehr machen wollt, dann könnt ihr das Ganze auch einfach trinken und schmeckt auch ganz lecker, wenn ihr dann noch ein bisschen Minze dran macht. Das war's jetzt erstmal. Bis hierhin sollten alle gekommen sein. Und wenn ihr das soweit habt, scheiße, jetzt muss ich aber kurz überlegen.
Das muss ja eigentlich noch hier rein. Nee, du das jetzt so anfrieren lässt. Krieg ich's nicht mehr rein, ich will's. Kann sein, du kriegst es nicht mehr raus. Soweit sollten jetzt alle gekommen sein. Ihr packt das Ganze jetzt schon mal für so ungefähr eine Stunde in etwa in die Gefriertruhe. Das liegt einfach daran, dass dieser Melonensaft ja eine andere Konsistenz hat wie der Kiwisaft gleich später oder das Kiwi-Sorbet. Und damit sich das Ganze nicht vermischt und ihr eine schöne einheitliche Linie hier habt, dann später, lasst ihr das Ganze schon mal anfrieren, sodass das schon mal ein bisschen dickflüssiger wird. Somit hat dann die Kiwi eine bessere Chance, an der Oberfläche zu bleiben. Und ganz zum Schluss kommen dann diese Teile bzw. eure Holzspieße zum Einsatz, die ihr dann da reinsteckt. Ja, eigentlich ganz einfach und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Für euch nur eine Sekunde, für mich eine Stunde. Scheiße, das klingt blöd. Für euch dauert das jetzt wahrscheinlich nur eine Sekunde, ich muss eine Weile warten, aber so ist das. 2000 Jahre später. So, einige Zeit ist vergangen. Ich würde sagen, ich hole das kurz mal aus dem Kühlschrank. Und jetzt nehmen wir uns einfach unsere Kiwi-Stücken. Jetzt nehmen wir unseren Pürierer und gehen einfach auch nochmal hier richtig schön rein. Sieht direkt richtig lecker aus. Hätte ich eigentlich Bock, das zu trinken. Und jetzt habt ihr einfach hier eure Eisform. Und jetzt gießt ihr am besten einfach diese grüne Masse hier mit rein. So, okay, und jetzt nehmt ihr euch hier eure Holzspieße, beziehungsweise ich nehme jetzt hier diese Plasteteile und drückt die einfach hier schön oben drauf. Okay, und das war's eigentlich auch schon. Das Ganze kommt jetzt nochmal für, ja, ich denke so 8 Stunden, beziehungsweise ihr könnt es eigentlich auch über Nacht in die Gefriertruhe packen. Und ja, ich muss jetzt natürlich auch so lange warten und deswegen sehen wir uns am nächsten Tag erst wieder. Dann morgen. So, ich habe mir in der Zeit was anderes angezogen, denn 24 Stunden sind rum und ich habe die Teile schon mal aus dem Gefrierfach geholt. Wenn ihr die rausholt, spült ihr am besten mit warm oder heißem Wasser ganz kurz ab. Nicht zu lang natürlich, aber dann kriegt ihr die jetzt gleich besser aus der Form. Ja, mein Ergebnis sieht jetzt so aus. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Ja, das Grün hätte grüner sein können, aber ansonsten bin ich echt zufrieden. Mal sehen, ob es auch gut schmeckt. Also man muss tatsächlich sagen, es schmeckt original, wie wenn ihr eine Wassermelone reinbeißt. Erstaunlich. Ich dachte, man hat jetzt eher so einen Wassergeschmack, aber es ist echt lecker und sehr fruchtig. Probiert es auf jeden Fall mal zu Hause aus und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es bei euch auch so gut gelungen ist. Ansonsten wünsche ich euch natürlich schöne heiße Sommerfeiertage. Feiertage. Ansonsten wünsche ich euch natürlich schöne heiße Sommertage. Vielleicht fährt der eine oder andere von euch auch in den Urlaub. Ich fahre natürlich auch in Urlaub, aber ihr braucht keine Angst haben. Es kommt trotzdem jede Woche ein neues Video für euch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video ein Like gebt. Das soll es von mir gewesen sein. Ich lasse mir jetzt mein Eis schmecken und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.